Und damit hey ho, willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, Leute. Heute ist meine Schwester mal mit am Set. Hi. Und hier wird auch schon heimlich gefilmt, das geht ja hier gar nicht. Und ja, wir werden ja heute einen Tag hier begleiten, ja? Wir haben uns jetzt schon seit einem Monat nicht gesehen. Was ist deine Bilanz? Seit 5 Wochen. Was ist deine Bilanz? Juhu! Also 3 Wochen war ich ja eben im Urlaub und so und da. Also im Urlaub habe ich dich vermisst für 3 Wochen. Oh süß! Naja, auf jeden Fall, Leute, haben wir uns jetzt hier wieder getroffen und ich werde ja einfach hier ein bisschen beim Set rumfilmen. Und sie wird ihre großen Stars kennenlernen, Leute. Denn Lea hat wirklich Spotlight immer früher geguckt. Auf jeden Fall hat Lea das früher immer geguckt und sie wird jetzt hier ihre großen Stars kennenlernen. Ja, Mann, geht doch mal hier aus dem Weg. Der arme Mann muss hier vorbei. Und ich würde sagen, wir gehen aber jetzt erstmal hier was aus der letzten Kantine essen, Leute. Das ist 2 Euro. Das heißt auch Kantine. Ah, let's go! So, Lea, was hast du dir da gegönnt? Fritten. Oh mein Gott, richtig ausgewogenes Essen hier. Leute, ich habe mir da schon was ganz Gesundes gegönnt. Und zwar wieder Unkraut, ey. Salat mit Dings. Zelda nennt es auch gerne Unkraut. Ich hasse dich außerdem hier. Obwohl ich selber esse so. Hä? So, Leute, jetzt hat meine Schwester trifft jetzt die großen Stars, wie zum Beispiel die Lisa. Oh, oh. Man merkt schon die Aufregung in den anderen. Ich gehe jetzt essen. Hä? Hier, oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo, hallo. Stimmt das eigentlich wirklich, dass sie mit Yannick zusammen sind? Ist auch im Real Life so? Nö. So, Lea, du bist jetzt hier gerade auf der Treppe. Mhm. Findest du es auf so einer Treppe in einem Filmset zu laufen? Schon was Besonderes, muss ich sagen. Schon was Besonderes, ne? Ja, würde ich auch sagen, You there? Hey. Ich habe meine Schwester mitgebracht. Hallo! Gotcha, bitch! Lea, willst du dich mal in die Sitzecke fallen lassen? Kannst du mal bitte die Komfortabilität bewerten von 1 bis 10? Jetzt sofort. Und? Ja, relativ bequem. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach noch, bis ich die nächste Szene hab. Denn dann bin ich in so einem richtig Ich meine, natürlich toll im Outfit, Leute. Und zwar einem. Wird auf jeden Fall geil, ne, Lea? Ja, ich freue mich schon, dich darin zu sehen. Stimmt ja, wir haben ja beide den gleichen Namen. Ja. Ah, oh, Lea und Lea. Leute, ich würde sagen, jetzt geht es aber auch schon weiter mit der nächsten Szene. Ich werde mir jetzt ein Kostüm anziehen, das ihr noch nicht sehen dürft. Das heißt, wir werden gleich einen großen gauschen Balken drüber setzen. Schöne Balken kann man immer machen. Und Lea wird es aber sehen. Das heißt, ihr seht jetzt halt nur Leas Reaktion, wie scheiße das aussieht, aber nicht, was ich anhabe. Ich würde sagen, ja, ich ziehe mich doch einfach mal um. Warte mal, wir machen das so, ich springe jetzt hier. Achtung. 3, 2, 1. Und da hat Zelda leider vergessen, das Mikrofon anzumachen. Auf jeden Fall hat meine Schwester mich gerade das erste Mal in diesem komischen Kostüm gesehen, was ihr leider ja, wie gesagt, noch nicht sehen dürft. Ja, und das ist ihre Reaktion. Lea, was sagst du zu meinem Kostüm? Komm, das ist total süß mit dem Kostüm. Okay, mal gucken, ob das auch wirklich hier die Last. Sie hat gerade meine Backe gedrückt. Siehst du das auch? Ein ausgeblurter Streifen und Lea laufen rum. Boah, ich glaube, ich träume, ey. Scheiße. Oh, guck mal, da hinten sind noch mehr Kostüme, die wir alle nicht sehen können. Ha, zoom mal drauf, Sarah. Guck mal, Lea, wir machen das jetzt einfach mal so, okay? Mhm. Du übernimmst einfach mal heute Moritz' Vlog, okay? Also, wir schauen uns gerade Moritz von der anderen Seite an, hier. Ah, nee, man darf das Kostüm ja gar nicht sehen. Wir machen einfach einen schwarzen Balken rein. Kennst du die Szene hier irgendwo her? Generell das hier alles? Ja, ich habe jetzt schon mal hier geschaut, die ganze Staffel. Die Staffel habe ich mir schon angeschaut. Aber es sah auf jeden Fall anders aus auf einem Fernsehen als in echt. Okay. Darf man das essen? Oh nee. Nee, das sollte man nicht. Muffin 50 Cent. Und dann noch hier mit Fake essen. Ja, das geht doch nicht, oder? Unverschämt. Ja, aber wir können die hier in Strohhalm schicken. Oh, danke schön. Okay, Leute, ich bin wieder unzensiert, Leute. Und Lea ist auch wieder am Start. Lea, wie gefällt es dir bis jetzt? Das gefällt es mir. Lea gefällt es bis jetzt gut. Und jetzt läufst du gegen einen komischen, sehnlich Ding. Ich bin froh, dass ich wieder unzensiert bin. Es war auf jeden Fall eine sehr harte Zeit als zensiertes Etwas. Oh Gott, jetzt bin ich wieder zensiert. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall auch schon fertig mit Drehen. Lea hat jetzt alles gesehen. Wie fandest du es, Lea? Wie fandest du es, Lea? Bis auf das fand ich es gut. Ah, okay. Ich würde sagen, Leute, Lea hat noch eine kleine Überraschung für mich zu Hause und die werde ich mir auch immer noch angucken. Aber dafür müssen wir nach Hause. Genius. Also ich würde sagen, Teleportationspower in 3, 2, 1. Okay, wir sind wieder zu Hause in der Hey-Wohnung. Lea, wie findest du unsere Wohnung? Ganz gut, es hat ein bisschen gemufft, als ich hier reinkomme. Wir haben hier noch eine Geschenketüte mit, zwar nämlich... Haben wir nämlich Süßigkeiten aus Holland mitgebracht. Da war einmal Chupa Chups mit Gehirn drin. Was? Lol, okay. Noch ganz viele von einer Sorte, nämlich so Emojis. Da gibt es einmal. Wow. Das sind alles so Emojis. Kann man alle ausprobieren? Dann haben wir noch
Meine Schwester weiß, was ich gut finde. Süßigkeiten. Irgend so ein Kuchen von Holland, kannst du auch mal ausprobieren. Der sieht so aus, als wäre es so eine Dosenkuchen, wenn es so seit 10 Jahren nicht mehr geöffnet wurde. Das ist so ein Kaffee-Ding, so weißt du, wo man. Stimmt, wo man die kannst du mal ausprobieren, die Sachen. Und jetzt noch eine Sache. Oh. Oh. Warte, warte, Achtung, Achtung. Oh, shit. Diese Dinger zum Dingsen. Ach, die Dinger zum Dingsen. Ah, weg. Lea, vielen, vielen Dank. Du wirst ein Video drehen, die wir sagen, anprobieren in 3, 2, LOL, okay, nice. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Leute, und mit diesem wunderschönen Geschenk enden wir das ganze Video. Das war's von dem Video, Leute. Hier gibt es täglich Videos, also haut auf jeden Fall. Hast du es auch gehört, Zelda?